Wir haben vorhin im Bundeskabinett beschlossen, das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz. Wow, stopp. Haltungskennzeichnung gilt aber lediglich für die Mast, also von 30 Kilo bis 120 Kilo. Und das betrifft im Einzelhandel ungefähr 30 bis 35%. Was ist mit dem Rest? Jetzt ist der Weg frei dafür, dass der Verbraucherschutz gestärkt wird durch ein staatlich verbindliches Tierhaltungskennzeichen. Das heißt, die Verbraucherinnen und Verbraucher können auf Einblick sehen, wie das Tier gehalten wurde. So, Freunde, das muss jetzt auch jeder verstehen. Wir haben lediglich mit Herrn Özdemirs Label 30 bis 35% der Mastschweine abgedeckt, nämlich das, was ihr als Frischfleisch bei Lidl, Edeka an der Ladentheke erwerben könnt. Wir haben den Rest nicht mit abgedeckt. Vor allem das Interessante ist mal wieder das Kleingedruckte. Wenn man mal guckt, welche Handelskonzerne jetzt ausgenommen sind, Edeka Food Service, Appetito und all die anderen 20 Riesenkonzerne, die da gar nicht mitmachen müssen. Und vor allem haben wir die Ferkel nicht mit abgedeckt. Die Ferkel kommen 5,5 Millionen jährlich aus Dänemark und 3 Millionen aus Holland. Gleichzeitig ist der Weg frei für mehr Klimaschutz, denn weniger Tiere bedeutet auch mehr Tierschutz, mehr Klimaschutz. Weniger Tiere bedeutet mehr Klimaschutz. Mein Gott, hört sie mir, glauben Sie das eigentlich selber? Ich meine, wenn man es oft genug sagt, glaubt man das vielleicht. Wenn Sie wollen, dass wir hier weniger Fleisch essen, und das wollen Sie ja, müssen Sie es verbieten. Ansonsten verlagern Sie ja nur das sogenannte Problem ins Ausland, wo wir gar keinen Einfluss auf soziale und auf Tierschutzstandards haben. Einen biogenen Kreislauf zu verändern, hat übrigens noch keiner geschafft. Auch die Grünen werden das nicht schaffen. Mit weniger Tieren mehr Platz. Die bekommen dafür endlich die notwendige Anerkennung, auch finanzieller Art. Auch das ist ganz wichtig, dass die höheren Haltungsformen eben finanziell auch durch den Staat entschädigt werden. Stopp, Herr Özdemir, die finanzielle Absicherung für die Landwirte, wie ist sie nochmal abgesichert? Ach ja, gar nicht, stimmt. Es soll aber auf andere Vertriebswege, also beispielsweise Gastronomie und auf andere Nutztierarten, Schritt für Schritt übergreifend, zeitlich nah. Hä? Hallo? Erde an Herr Özdemir. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass wir die höchste Inflationsrate seit dem Zweiten Weltkrieg haben und kein Ende in Sicht? Die Menschen haben kein Geld. Wovon sollen die es bezahlen? Am Regal endet die Moral. Schon mal gehört? Der Druck ist massiv. Viele Tierhalter geben gegenwärtig auf, weil sie wirtschaftlich nicht mehr durchhalten können, weil ihnen die Puste ausgeht. Darum ist hier Dringlichkeit angesagt. Ich werde da auch weiterhin im Prozess Tempo machen. Wichtig ist auch, das ist ein Gesamtpaket neben dem Tierhaltungskennzeichnungsgesetz, das wir heute im Kabinett beschlossen haben, geht es auch um das Baurecht, um das Genehmigungsrecht, damit unbürokratisch Ställe einfach umgebaut werden können. Sie wollen jetzt Tempo machen. Das ist gut. Und Sie haben vollkommen richtig analysiert, dass die Betriebe reihenweise dicht machen. Und vor allem sollen wir jetzt ja allen Ernstes in einen Stall investieren, den wir auf 20 Jahre abschreiben, wo wir überhaupt keine Garantie haben, dass das Produkt überhaupt genommen wird. Welcher Unternehmer in Deutschland würde so etwas machen, mal abgesehen davon, dass wir gar keinen Kredit bekommen? Weil jede Bank sagt, ihr habt doch einen Vogel. Und dann unbürokratisch, wenn ich das Wort von einem Politiker höre, egal welcher Partei, musst du einfach nur schreien und weglaufen. Ich kriege überhaupt keine Genehmigung, das wissen Sie selber. Wann soll das passieren? In wie vielen Jahrzehnten soll denn das möglich sein? Ach Gott, oh Gott, zieh mir mal ein kurzes Resümee. Das Traurige an der ganzen Nummer ist ja nicht, dass Herr Özdemir sich da politisch super verkauft und der Bürger, aber auch vor allem unsere Presse, das alles glaubt und ungefiltert aufnimmt und weitergibt, statt mal zu hinterfragen und zu recherchieren. Stimmt das überhaupt? Ist das im Sinne des Tierschutzes, des Klimaschutzes, vor allem auch unserer wirtschaftlichen Interessen? Ist es eben nicht. Und das ist das Traurige in diesem Land. Wo sind wir hingekommen, dass das alles einfach so eins zu eins übernommen wird? Unglaublich.